Sehr zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Arminia Bielefeld Karrieremodus. Wir sind wieder am Start mit der nächsten Episode und heute gibt es ganz, ganz viel Getue, denn wir sind angekommen in der Winterpause beziehungsweise, am Ende des Jahres und dementsprechend müssen wir eine Bestandsaufnahme machen, müssen so ein bisschen rumgucken, was geht und werden unter anderem gegen Bayer 04 Leverkusen spielen, allerdings erst am Ende dieser Episode. Zunächst einmal haben wir den Dezember, den wir noch zu Ende simulieren müssen und dann kommt der Januar, das heißt, das Transferfenster ist offen und wir müssen gucken, was wir so tun können, beziehungsweise wo wir uns eventuell verstärken oder irgendwie selber schwächen müssen. Des Weiteren stehen Vertragsverlängerungsgespräche mit unter anderem Jopek oder auch Amina Afane. Allerdings sind das alles so Nebensachen. Das heißt, es ist nicht alles zwingend super spannend. Trotzdem werde ich euch alles nochmal zeigen. Ich habe in der letzten Episode bei Newcastle, glaube ich, war es, oder war es bei New England oder was? Nee, bei Hannover. Ich habe keine Ahnung. Hier wird euch gefragt, wie das aussieht, ob ihr weiterhin sehen wollt, wie ich die Scout-Berichte und so weiter mir angucke bzw. sondiere und der hat natürlich gesagt, nein, wollen wir nicht unbedingt sehen, kann ich auch komplett nachvollziehen, wird in den nächsten Episoden irgendwann so sein, bei denen, die ich jetzt schon geschnitten habe, ja, bei denen nicht mehr, weil da müsste ich es alles nochmal rausschneiden und das ist zu großer Zeitaufwand und dementsprechend mache ich es nicht, aber bei den nächsten wird es auf jeden Fall der Fall sein, hier seht ihr beispielsweise, sagt es auf Deutschland und wir werden es uns natürlich angucken, wenn es euch trotzdem gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, darüber würde ich mich sehr freuen, ist eine großartige Unterstützung, nicht nur für diesen Karrieremodus, sondern auch für den Kanal und für diese Serie, es gibt heute Abend noch ein anderes Video, wenn es nicht gestern kam, und zwar zur Europameisterschaft 2016. Ich denke mal, es wird heute Abend so oder so eins kommen. Entweder der zweite Teil oder der erste. Könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, das anzugucken, denn das ist so ein bisschen die Weiterführung meiner neuen Serienidee des Fußball-Talks. Und wenn ihr übrigens Vorschläge habt, wie ich diese Serie nennen soll, dann schreibt es mir doch einfach mal bitte in die Kommentare. Viele haben gesagt, einfach Bubble Time, aber ich weiß nicht, ob das wirklich der angemessene Name dafür ist. Vielleicht lasse ich so einfach so mit den Titeln stehen und die Sachen nur Bubble Time. Das weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich habe gerade gesehen, bei meinem Vorstand angefordert, ich möchte bitte ein bisschen mehr Geld haben. Das liegt ganz einfach daran, dass ich, denke, dass unser Verein uns nochmal ein bisschen unterstützen kann. Wir sind deutlich über dem Ziel. Das Ziel war, soweit ich weiß, nicht Abstieg. Und wir sind mittlerweile auf Meisterschaftskurs fast schon. Und damit wir international bleiben, brauchen wir natürlich Transfers, beziehungsweise müssen wir uns ein bisschen verstärken. Und das ist nur möglich, wenn uns der Verein dabei unterstützt. Momentan ist Bayern Punkt hinter uns und Dortmund erst 2 Punkte hinter uns. Das heißt, es ist noch vieles, möglich, beziehungsweise kann auch vieles passieren. Aber trotzdem muss man da realistisch sein und sagen, wir haben theoretisch aufgrund dessen, dass FIFA nicht realistisch ist, die Chance, nächstes international zu spielen. Aber nicht, wenn wir uns nicht verstärken können, beziehungsweise weil sie gar keine Möglichkeit haben, Verträge zu verlängern und so weiter und so fort. Jetzt haben wir 9 Nachrichten im Posteingang und natürlich vieles davon sind Vertragsverlängerungen bzw. irgendwelche Berichte. Ich habe gerade gesehen, einen Jugendspieler, den wir dazu bekommen können. Jago ist ein interessanter brasilianischer Zehner von Chelsea, allerdings nicht so interessant, dass wir jetzt ihn kaufen werden. Dazu ist eine Spielerleihe abgelaufen. Eric Hogan, der ist zu Marseille zurückgekehrt. Wir versuchen ihn zu kaufen für 550.000, ist weniger als unser Scout uns vorschlägt. Und er hat sich ja noch nicht so wirklich entwickelt, aber trotzdem würden wir das ganz gerne machen. Bei Melvin Lorenzen sagen wir nein, den möchten wir erst gar nicht verkaufen, da möchten wir keine anderen Angebote mehr hören, denn der ist einfach unser Topstürmer auch in der ersten Liga, obwohl er das Rating hat wie Kelechi Iheanacho. Und dementsprechend muss der auf jeden Fall bei uns bleiben. Das Training verläuft einigermaßen in Ordnung. Wir werden übrigens des Weiteren Vertragsgespräche führen und versuchen irgendwie die Altlasten loszuwerden. Dazu gehört beispielsweise, diese Spieler, die ihr gerade gesehen habt, die sowieso einen Wechsel angestrebt haben oder auch dieser Chimopoulos, der einfach von der Vereinsführung verpflichtet wurde, weil wir zu wenig Verteidiger im Kader hatten. Ich liebe ja, wenn sowas gemacht wird und man die dann nicht los wird, aber gut. Den Kollegen Hober, da werde ich den Vertrag weder verlängern, soweit ich weiß, noch werde ich den irgendwie zurückholen von seiner Leihe. Der bleibt da und kann sich dann im Sommer einen neuen Verein holen, beziehungsweise kann jetzt schon Vertragsgespräche im Winter führen, ob ihn irgendein Verein haben möchte, je nachdem. Wir haben weiter ein paar Berichte hier, unter anderem zu Niang, zu Wiedwald und so weiter und so fort. Und bei Hradecki möchte ich ganz gerne mal anfragen. Frankfurt 1,7 Millionen. 71er Rating mit 27, genau in dem Alter, wo man, so als Torhüter das erste Rating, also beziehungsweise das erste Wachstum im Rating verzeichnen könnte. Das ist so in FIFA. Und dazu ist er Finne. Und ich mag Finn und ich mag den auch relativ ziemlich gerne. Deswegen wäre das ein interessanter Transfer für unsere Arminia. Ob das Ganze realistisch ist, beziehungsweise realisierbar, wären wir ja im Laufe der Episode auf jeden Fall noch erfahren. Denn im Normalfall müsste uns Frankfurt ja irgendwann antworten. Wir haben auch direkt mal eine Antwort erhalten und Frankfurt hat abgelehnt. Die möchten 2,5 Millionen haben für Radetzky. Was in meinen Augen unrealistisch ist, anscheinend spielt er bei denen nicht. Und er ist auch nicht so viel wert, dementsprechend, auch wenn er Vertragsdauer noch hat, sollte da irgendwas machbar sein. 1,8 Millionen sind zunächst einmal das, was wir bieten. Aber ob sie das annehmen, ist natürlich auch mehr als fraglich und wir dürfen gespannt sein, was dann auch so passieren wird. Wir machen weiter im Karrieremodus und simulieren. Und Marseille hat das Angebot für Hogan angenommen, obwohl es weniger war, als der Scout uns vorgeschlagen hatte. 550.000 für einen Spieler mit 450.000 Marktwert und mit unglaublichem Potenzial ist, denke ich mal, gar nicht so schlecht. Unsere Jugendmannschaft sieht nicht so stark aus, da haben wir nur einen interessanten Spieler. Deswegen kaufen wir einen zweiten Scout mit dem Geld, das wir vom Vorstand bekommen haben. Wir verpflichten keine neuen Spieler, sondern versuchen, in Zukunft Spieler zu verpflichten, und zwar per Chefscout im Endeffekt und per Jugendmannschaft.
ist eventuell der beste Weg, denn damit kann man Spieler mit krassem Rating auf jeden Fall hervorholen und das Geld, was wir jetzt noch nicht haben, beziehungsweise was wir durch die Verkäufe, beispielsweise Görlitz oder Dick einnehmen, das können wir dann immer noch in Spieler investieren, beispielsweise in Eric Hogar oder in irgendwelche anderen, die wir eventuell noch holen können. Frankfurt sagt weiterhin, ist inakzeptabel, 1,8 Millionen, das ist denen zu wenig, deswegen geben wir gleich auf und sagen, okay, machen wir nicht. Hogar kaufen wir aber dafür, wir müssen ein bisschen das Transferbudget anpassen, das machen wir automatisch, allerdings haben wir hier nochmal einen Verkauf, 120.000 Themis Chimopoulos, der geht zu Thun, war das glaube ich gerade, also sind wir schon mal eine von den lastenlos, die wir überhaupt nicht gebraucht haben in unserem Kader. Wir trainieren unsere Mannschaft wieder, wir sehen es hier schon, Iheanacho und so weiter und so fort, wie typisch, ABC bei drei Spielern und zweimal D, ist in Ordnung, ist nicht ideal, aber kann man auf jeden Fall mitleben. Wir nähern uns jetzt langsam schon dem ersten und letzten Spiel für diese Episode, und zwar dem Spiel gegen Bayern 04 Leverkusen. Das wird eine interessante Partie, denn Leverkusen sollte normalerweise mit dem Tabellenplatz 4 relativ zufrieden sein, aber ist natürlich deutlich stärker als wir von der Ausgangsposition. Ja, vom Kader her sind die ein bisschen stärker und dementsprechend wird das auf jeden Fall eine interessante Sache. Wir spielen zu Hause und wir spielen, das kann ich jetzt mal vorwegnehmen, im Schnee. Wird, denke ich mal, lustig. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns dann gleich wieder. Arminia Bielefeld empfing Bayer 04 Leverkusen in der Schüco Arena zum absoluten Topgipfel des 18. Spieltags. Die momentan Tabellenführer aus Bielefeld gegen den Champions League Aspiranten aus dem Westen. Das Ganze ist nicht so weit auseinander. Dementsprechend waren relativ viele Leverkusener doch mitgereist und wollten ihre Mannschaft bei dichtem Schneetreiben unterstützen. Momentan sind es 4 Punkte, die diese beiden Vereine trennen. Leverkusener 3 Punkte Vorsprung auf den Europa League Platz und das ist momentan eine relativ gute Ausgangssituation für die Werkself, allerdings auch für die Ostwestfalen, die natürlich ihre Position halten wollen und nicht mehr irgendwie unten reinrutschen wollen, sondern im Idealfall eventuell sogar international spielen wollen nächstes Jahr. Eric Hogar ist im Winter gekommen von Olympique Marseille, war vorher ausgeliehen, mittlerweile verpflichtet für 550.000 Euro. Das vollkommen zu Recht, denn dem Trainer MGT haben die Leistungen des jungen Norwegers gefallen und dementsprechend ist er jetzt der neue Chef in der Innenverteidigung, zumindest einer der neuen Chefs, zusammen mit Tim Jedwai oder auch Andreas Christensen. Hesel im Kasten davor mal, so Hogan, Jedwai und Angelino, das ist die Defensive. Christensen spielt heute wieder auf der 6, davor dann Bart Finn und alles Sandro Schöpf auf den Außenpositionen, auf der 10 Ryan Gold und vorne wie gewohnt das ja, Superstürmerpaar Kelechi Iheanacho und Melvin Lorenzen. Der deutsche Engländer ja richtig gut in Liga 1 ankommen, bei Bremen konnte sich nie durchsetzen, bei Bielefeld läuft es für ihn richtig gut. Bei Leverkusen, Leno und Kasten davor, Donati, Papadopoulos und John Anthony Brooks mit Wendell. Auf der Doppel-6 Christopher Kramer und Lars Bender. Rechts an Kevin Campbell, links Julian Brandt davor, Stefan Kiesling in der Sturmspitze und auf der 10 natürlich Hakan Çalhanoğlu, der Türke, ja, der heute natürlich wieder die Fäden ziehen sollte in seiner Mannschaft. Wir springen rein in die Partie. Das Ganze, wie gesagt, bei dichtem Schneetreiben nicht das beste Fußballwetter. Allgemein relativ schlechte Sichtverhältnisse, sowohl für die Torhüter als auch für die Spieler, als auch natürlich für den Schiedsrichter. Allerdings sollte das im Idealfall trotzdem kein Problem sein für beide Mannschaften. Es sind Top-Teams und genau das wollten sie unter der Leitung von Heimo Wasserschneider heute unter Beweis stellen. Wir springen rein in die Partie und haben die erste Situation direkt mal in der Anfangsphase. Es war für beide Mannschaften ein bisschen schwierig reinzukommen, aber schließlich taten sie es dann doch und Leverkusen hatte die erste bessere Chance als Stefan Kiesling auf Julian Brandt. 20 Minuten sind knapp durch und der junge Nationalspieler mit dem ersten Versuch die kurze Ecke anvisiert, aber Hesel ist da und hält diesen Ball doch relativ ohne größere Probleme. Die anschließende Ecke reingeworfen von Çalhanoğlu, Freistoßspezialist und auch Ecken kann er gut. Ja, und dann ist der Kopfball am Tor vorbei von Christoph Kramer, das war ein bisschen unsicher von Hesel. Dann Bielefeld nach 30 Minuten erstmals vorne und Kelechi Iheanacho mit dem Versuch des Tor des Jahres. Es wird nichts, aber das war eine ganz, ganz enge Situation. Der Nigerianer mit einem unglaublich schönen Versuch, das wäre richtig klasse gewesen nach der Flanke. Allerdings, ja, spielt er den Ball am Tor vorbei. Glück für Bernd Leno, dass er dieses Tor nicht gegen sich kassiert hat. Allerdings wurde Bielefeld dann noch stärker und ja, Leverkusen hatte so ein bisschen die Nervosität jetzt gepackt. Erstmal der schlechte Ball von Leno auf Donati, der wird unter Druck gesetzt, Bart Finne. Und dann der Lupfer auf Papadopoulos, da kriegt er nicht weggeschlagen. Finne mit der Riesenchance und Leno, ja, zeigt, was er für ein klasse Keeper ist. Hält seiner Mannschaft das 0:0. Wunderbare Parade, wir springen in Durchgang 2. Anders passierte nichts mehr im ersten Durchgang unter diesen schwierigen Spielverhältnissen. Bart Finne mit dem Ball in die Spitze. Das Ganze abgewehrt, allerdings wieder ganz, ganz schwach von Leverkusen. Die spielen hinten rum, die wussten nicht wirklich, was sie machen sollten. Sie kamen nicht nach vorne. Bielefeld setzte die Werkself extrem früh unter Druck und das Ganze erfolgreich, denn sie waren auch in der zweiten Halbzeit zunächst einmal das deutlich bessere Team. Leverkusen kam ab und zu mal nach vorne, nach 50 Minuten hier mal über Julian Brandt, aber die Szenen waren nicht so sonderlich gefährlich, auch wenn der junge Nationalspieler das klasse macht, aber dann doch deutlich verzieht. Auf der anderen Seite war das Ganze gefährlicher. Kontersituation, Iheanacho und der, ja, sieht auf der, ja, rechten Seite dann Melvin Lorenz,
Ganzen. Das Ganze wird abgegrätscht, allerdings noch nicht vorbei, denn wir sehen's. Bielefeld setzt wieder sehr früh die gegnerische Mannschaft unter Druck. Der Ball in die Spitze auf Ryan Gold gespielt. Gold am Tor vorbei. Das hätte das 1:0 sein müssen, aber der Schotte nach 74 Minuten vergibt diese Riesenchance. Wir sind in der Schlussphase bereits. 78. Minute. Der Ball auf Lars Bender im 16er zu Çalhanoğlu. Und wunderbare Grätsche da im 16er. Gerade noch so von Erik Hongar. Und wir haben's angesprochen. Der verhindert hier das 0:1. Und dann der Konter über Melvin Lorenzen. Und der ist allein auf weiter Flur. Ilya Nacho ist mitgelaufen, kriegt den Ball und macht das 1:0. 83. Minute. Die überraschende Führung für die Bielefelder. Es sah nach einem klassischen 0:0 aus. Wenig Chancen auf beiden Seiten. Wenig Zwingendes vor allem von den gegnerischen Kästen. Allerdings hier wunderbar von Ilya Nacho mitgelaufen. Lorenzen behält die Übersicht und der Nigerianer eisekalt vor Berlin und da gar nichts mehr machen kann. Die Vorentscheidung auf der Alm? Fragezeichen? Naja, das wollte man normalerweise nicht sehen. Lorenzen gerade noch mit der klasse Aktion, jetzt mit der komplett unnötigen Grätsche gegen Berlino. War vielleicht nicht ganz absichtlich, aber hat da Glück, dass er nur die gelbe Karte bekommt, denn das hätte auch mit Rot geahndet werden können. Wir springen nochmal auf die andere Seite. Schlussphase der Partie. 90. Minute. Kevin Campbell nochmal mit einer Schusschance, aber Hesel mit einer klasse Parade. Und dann war es auch geschafft und vorbei. Bielefeld gewinnt den Rückrundenauftakt unter schwierigen Bedingungen gegen Bayern 04 Leverkusen. Die Werkself kann ihrem Anspruch nicht gerecht werden und nicht gegen den Aufsteiger gewinnen. Der momentane Tabellenführer spielt einen klasse Fußball und es sieht so aus, als ob sie weiterhin da oben sich festsetzen würden. Klasse Leistung sowohl von Wolfgang Hesel und seiner Defensive, als auch natürlich von der Offensive Ilya Nacho und Melvin Lorenzen. Und im Endeffekt ist der Nigerianer ein Unterschied macht. 1:0 Heimsieg für Bielefeld gegen Leverkusen. Es wäre so schön gewesen. Es wäre so unglaublich schön gewesen, hätte Ilya Nacho diesen Ball einfach reingemacht. Das war so eine geile Chance und er hat den so gut genommen mit dem Scorpion-Kick. Und im Endeffekt geht er leider Gottes nicht rein. Zu schade, aber kann man jetzt nichts mehr machen. Im Nachhinein haben wir trotzdem 1:0 gewonnen und zwar auch durch Ilya Nacho. Dementsprechend hat er trotzdem seine Bude gemacht und das ist doch alles, was wir wollen. Es läuft momentan richtig gut. Wir sind weiterhin Tabellenführer in der Liga, in der Bundesliga. Was eigentlich überraschend ist, weil ganz ehrlich, normalerweise müsste ein Außenseiter nie so Chancen haben. Aber da sieht man wieder, der KI Modus ist nicht realistisch, auch an diesen Trainingsleistungen. CCCBA richtig gut diesmal und das muss der Aufschwung sein, den wir durch die Partie gegen den Champions League Aspiranten bekommen haben. Nächste Episode geht weiter unter anderem gegen Frankfurt. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Wenn euch diese Episode gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Leno will übrigens nach dem Gegentor gerade definitiv weg von Leverkusen. Ist überraschend, wir können es ihn eh nicht leisten. Wir gucken beim nächsten Mal weiter nach Torhütern und ich wünsche euch bis dahin einen wunderschönen Tag. Macht's gut, haut rein, bis dann und ciao.